Hallo und herzlich willkommen zum Screencast des vierten Foliensatzes von Betriebssysteme und Rechnernetze im Sommersemester 2020. Im dritten Foliensatz ging es um das Thema Dateisysteme, also Speicherverwaltung im Sekundärspeicher. Wir hatten erst Grundlagen der Dateisysteme besprochen und dann verschiedene Möglichkeiten der Adressierung. Wir hatten Blockadressierung, die ja eigentlich besser Clusteradressierung heißen sollte, weil die Dateisysteme ja immer Cluster und nicht einzelne Blöcke des Speichermediums adressieren. Und wir hatten Adressierung mit Dateizuordnungstabellen, mit der FAT, der File Allocation Table, besprochen. Und zudem hatten wir noch Adressierung mit Extents. Und wir hatten das Journaling uns angeschaut, also die Erfassung der Schreibzugriffe mit Hilfe eines Journals. Ganz am Schluss hatten wir uns dann noch das Konzept Copy und Write angeschaut und wir hatten uns angeschaut, was ein Buffer Cache bzw. Page Cache ist. In diesem Foliensatz geht es inhaltlich um Prozesse. Wir hatten ja im ersten Foliensatz gesagt, eine der Hauptaufgaben der Betriebssysteme ist die Prozessverwaltung. Und am Ende dieses Foliensatzes sollten Sie wissen, was ist ein Prozess aus Sicht des Betriebssystems, was weiß das Betriebssystem über jeden Prozess. Und da kommen wir dann zu dem Begriff Prozesskontext. Da gibt es verschiedene Kontextinformationen. Das sind im Prinzip alle Informationen über den Prozess. Man könnte auch sagen, das ist das, was den Prozess ausmacht und seinen aktuellen Zustand. Dann schauen wir uns verschiedene Prozesszustandsmodelle an und wir besprechen, wie die Betriebssysteme die Prozesszustände handhaben, also wie Prozesse von einem Prozesszustand in einen anderen Prozesszustand überführt werden. Danach schauen wir uns an, wie Prozesse erstellt werden und wie sie auch wieder entfernt werden aus dem System. Und wir schauen uns kurz den Begriff der Forkbomben an. Und abschließend schauen wir uns dann an, wie Prozesse im Speicher aufgebaut sind, also wie ihre Struktur ist. Und das letzte große Thema dieses Foliensatzes sind dann die Systemaufrufe, die System Calls. Auch zu diesem Foliensatz gibt es wieder ein Übungsblatt, Übungsblatt 4, und das vertieft und wiederholt die wichtigsten Inhalte dieses Foliensatzes, die dann auch für die Prüfung am Ende des Semesters relevant sind. Sie alle wissen, was ein Prozess ist. Ein Prozess ist eine Instanz eines Programms, das ausgeführt wird. Und weil wir in einem modernen Betriebssystem immer viel mehr Prozesse am Laufen haben, als wir CPU-Kerne zur Verfügung haben, müssen die CPU-Kerne im Wechsel zwischen den Prozessen hin und her geschaltet werden. Ein Prozess besteht außer dem eigentlichen Programmcode auch noch aus dem Kontext. Und der Kontext, das ist im Prinzip all das, was das Betriebssystem über den Prozess weiß. Und wir haben drei verschiedene Arten von Kontextinformationen. Einmal haben wir den sogenannten Benutzerkontext und das ist genau der virtuelle Speicher, über den wir in Foliensatz 2 gesprochen haben. Das ist der zugewiesene Adressraum eines Prozesses. Dann haben wir den Hardwarekontext. Das sind die Inhalte der CPU-Register zur Laufzeit des Prozesses. Und dann haben wir noch den Systemkontext. Das sind die weiteren Informationen über den Prozess, die das Betriebssystem speichert. Also wirklich im Prinzip das, was das Betriebssystem über den Prozess noch so weiß. Der Hardwarekontext und der Systemkontext, das ist nicht besonders umfangreich. Das verwaltet das Betriebssystem im sogenannten Prozesskontrollblock. Das können Sie sich ruhig wie so eine Registerkarte vorstellen. Und
Da ist der Zustand des Prozesses abgelegt bei einer Unterbrechung und dieser Zustand kann dann auch jederzeit wiederhergestellt werden, wenn ein Prozess Zugriff auf die CPU bekommt. Ja, hier nochmal der Hardware-Kontext. Das sind also die Inhalte der Register in der CPU zum Zeitpunkt der Ausführung. Und wir hatten ja in Foliensatz 2 schon mal einige dieser Register kurz besprochen, einige dieser relevanten Register, zum Beispiel der Befehlszähler, das ist dann die Speicheradresse des nächsten auszuführenden Befehls, oder der Stackpointer, die Speicheradresse am Ende des Stacks. Der Basepointer ist dann eine bestimmte Adresse im Stack. Wir haben das Befehlsregister, da ist der aktuelle Befehl drin. Wir haben Akkumulatoren, da sind die Operanden für die ALU drin und die Ergebnisse. Wir haben das Page Table Base Register und das Page Table Length Register. Und damit ist dann eindeutig bestimmbar, wo die Seitentabelle des Laufenden dieses Prozesses, wo die zu finden ist und wie lang die ist. Dann der Systemkontext. Ich hatte ja schon gesagt, das sind die weiteren Informationen, die das Betriebssystem über einen Prozess speichert, die es über einen Prozess weiß. Und das ist dann zum Beispiel die Prozess-ID, der Zustand des Prozesses. Wir haben Informationen über Elternprozesse. Wir haben eine Prioritätsangabe zum Beispiel. Wir haben Ressourcenlimitierungen, sogenannte Quotas. Wir haben Zugriffsrechte auf Ressourcen, die Laufzeit, zugeordnete Dateien und Geräte und dergleichen. Ja, und hier sehen wir, wie das Ganze ein bisschen zusammenhängt. Wir haben einmal hier so einen kleinen Ausschnitt aus der Prozesstabelle und man sieht, dass die Einträge in der Prozesstabelle auf die Prozesskontrollblöcke verweisen mithilfe der Prozess-ID. Und in diesen Prozesskontrollblöcken, da haben wir dann also ja jeweils den Hardware-Kontext und den Systemkontext abgelegt. Ja, wichtig ist hier noch, dass jeder Prozess seinen eigenen Prozesskontext hat. Also diese Informationen, Hardware-Kontext, Systemkontext, Benutzerkontext, die sind unabhängig voneinander. Das ist wichtig. Ohne das würde das Multitasking ja nicht funktionieren. Ja, was passiert jetzt, wenn wir einen Prozesswechsel haben? Haben wir hier mal so eine vereinfachte Darstellung, was dann passiert. Also beim Prozesswechsel, da müssen der Systemkontext und der Hardwarekontext des aktuell noch laufenden Prozesses, die müssen im Prozesskontrollblock dieses Prozesses gespeichert werden. Man kann auch sagen, die müssen gerettet werden. Und der nächste Prozess, der dann also Zugriff auf die CPU bekommt, dessen Kontext muss dann auf der CPU wiederhergestellt werden und natürlich mit Hilfe seines Prozesskontrollblock-Inhalts. Wir sehen das in der Abbildung hier, da gibt es zwei Prozesse, Prozess X und Prozess Y. Prozess X ist aktuell am Laufen und dann kommt es also zum Prozesswechsel, entweder wegen einem Interrupt zum Beispiel, wegen einer Unterbrechung von außen also, dass jemand eine Taste gedrückt hat oder dass irgendein Hardware-Gerät ein Signal gesendet hat oder dergleichen. Oder zum Beispiel wegen einem Systemaufruf, dass also ein Prozess einen Systemaufruf des Kerns aufgerufen hat. Ja, dann muss also der Zustand von Prozess X im Prozesskontrollblock gespeichert werden und der Zustand von Prozess Y wird aus dessen Prozesskontrollblock wiederhergestellt
und erst dann kann Prozess Y laufen. Und wenn es dann wieder zum Prozesswechsel kommt, dann muss natürlich auch der Zustand von Prozess Y gespeichert werden und der Zustand des nächsten Prozesses, in dem Fall wieder X, muss wieder hergestellt werden. Ja, der Aufwand ist recht hoch und wenn wir jetzt zum Beispiel mal bedenken, wir haben vielleicht Round-Robin-Scheduling mit einer Zeitscheibenlänge von einer Millisekunde, dann würde das ja schon bedeuten, dass wir 1000 Prozesswechsel in der Sekunde haben. Ja, jeder Prozess ist zu jedem Zeitpunkt in einem bestimmten Zustand und die modernen Betriebssysteme, die klassischen natürlich auch, aber die Betriebssysteme, die haben unterschiedliche Prozesszustandsmodelle. Und sinnvollerweise bauen wir uns jetzt eins auf vom kleinstmöglichen, vom einfachstmöglichen Prozesszustandsmodell und gehen dann zu einem realistischen, in dem Fall jetzt zu dem Prozesszustandsmodell von Linux. Und um das jetzt aufzubauen, erstmal die Frage, wie viele Prozesszustände braucht so ein Prozessmodell denn mindestens? Ja, es ist eigentlich offensichtlich, wir brauchen mindestens zwei Zustände. Einmal brauchen wir den Zustand rechnend, das ist, wenn ein Prozess auf der CPU ist. Und wir haben den Zustand idle, also untätig, oder man könnte auch sagen wartend. Ja, ein Prozess wartet darauf, dass er Zugriff auf die CPU bekommt, dass er sie zugeteilt bekommt. Ja, wir sehen, wir haben jetzt hier schon so einen ganz einfachen Lebenszyklus. Ganz links, ein Prozess wird erstellt, dann ist er automatisch im Zustand idle, dann ist er wartend. Und irgendwann bekommt er dann Zugriff auf die CPU, dann ist er rechnend, entweder er hat Glück und kann rechnen, bis er fertig ist, bis er terminiert, oder er bekommt die CPU irgendwann wieder entzogen und dann muss er wieder warten. Also ist ein sehr einfaches Prozesszustandsmodell mit zwei Zuständen. Wenn man jetzt sowas implementieren möchte, ist auch nicht sehr schwierig, dann braucht man einfach eine Warteschlange und da sind die Prozesse im Zustand idle oder untätig oder wartend, die sind da also drin und die warten dann entsprechend sortiert, entweder hinsichtlich ihrer Priorität oder ihrer Ankunftszeit auf die Zuteilung der CPU. Und ja, wie in dem Bild vorher ja auch schon dargestellt, entweder sie können dann, wenn sie auf der CPU laufen, entweder sie können dann laufen, bis sie terminieren, oder sie bekommen die CPU irgendwann wieder entzogen und dann geht es wieder in die Warteschlange. Diese Prioritäten, zum Beispiel unter Linux, da gibt es 40 unterschiedliche Prioritätsstufen und das sind immer Werte von minus 20 bis plus 19, ganzzahlige Werte sind das. Und minus 20 ist jetzt die höchste Priorität, ist nicht sehr intuitiv. Und plus 19 ist also die niedrigste Priorität. Und der Standardwert ist 0. Und als normale Benutzer können Sie also Ihren Prozessen Werte zwischen 0 und 19 vergeben. Sie können also die Priorität runterleveln. Und der Systemadministrator, der kann auch negative, also höher priorisierte Werte verteilen. Ja, das geht übrigens mit den Kommandos nice und re-nice, wenn Sie sich für sowas interessieren. Ja, wir sehen hier in der Abbildung auf der Folie auch einen kleinen Ausschnitt zur Arbeitsweise des Dispatchers. Der Dispatcher ist eine Funktionalität des Betriebssystemkerns. Und der Dispatcher, das ist also die Komponente, die die Zustandsübergänge ausführt, die sie umsetzt.
Das heißt also, die Prozesse werden da von einem Zustand in den anderen transferiert. Und die Reihenfolge, die Ausführungsreihenfolge der Prozesse, das legt der Scheduler fest. Das ist eine andere Komponente des Betriebssystemkerns. Und der Scheduler, der arbeitet dann natürlich nach einem gewissen Verfahren. Und das ist dann also der Scheduling-Algorithmus. Und in Foliensatz 5, da werden wir uns verschiedene Scheduling-Algorithmen oder Scheduling-Verfahren anschauen. Ja, dieses Zwei-Zustands-Prozessmodell ist irgendwie ganz sympathisch, weil es sehr einfach ist, aber es hat einen großen konzeptionellen Fehler und der macht es also unrealistisch. Und das ist, dass dieses Modell davon ausgeht, dass alle Prozesse immer bereit wären zu rechnen, zu jedem Zeitpunkt. Und das ist leider unrealistisch. Es gibt auch immer sehr viele Prozesse im laufenden System, die blockiert sind. Und es liegt einfach daran, dass diese Prozesse auf das Eintreten eines Ereignisses warten. Also zum Beispiel eine Ein- oder Ausgabeoperation von einem Gerät oder auf ein Zwischenergebnis eines anderen Prozesses oder auf eine Benutzerinteraktion. Der Klassiker ist ja hier Press any key, ja, und dann muss der Prozess halt warten, bis der Benutzer irgendwas drückt, ja. Das heißt also, wir haben Prozesse, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht rechnen könnten, selbst wenn sie die CPU hätten. Und das heißt also, dass unser Prozessmodell schon mal zusätzlich in die zwei Gruppen unterscheiden muss, bereit und blockiert. Ja, und zwar die nicht rechnenden Prozesse. Die werden also in diese beiden Gruppen unterschieden. Und damit kommen wir ja dann schon zum Drei-Zustands-Prozessmodell. Hier auf dieser Folie sehen wir das Drei-Zustands-Prozessmodell. Wir sehen, wenn ein Prozess erstellt wird, dann kommt er automatisch in den Zustand bereit oder idle. Und irgendwann bekommt er dann die CPU zugeteilt, dann ist er also im Zustand rechnend. Wenn er Glück hat, kann er rechnen bis zu seiner Terminierung. Sehr wahrscheinlich ist es aber nicht. Das heißt, er bekommt irgendwann die CPU wieder entzogen. Und dann kommt er wieder in den Zustand bereit. Während der Ausführung kann es passieren, dass der Prozess auf ein Ereignis warten muss, zum Beispiel auf ein Zwischenergebnis eines anderen Prozesses oder auf ein Eingabe- oder Ausgabe-Ereignis. Und solange der Prozess dann also warten muss, solange ist er blockiert. Und wenn das Ereignis eintritt, dann kann er vom Zustand blockiert wieder in den Zustand bereit überführt werden. Hier sehen wir auf dieser Folie, wie das Drei-Zustands-Prozessmodell realisiert werden kann. Und in der Praxis wird es auch so im Prinzip implementiert. Zum Beispiel unter Linux ist es der Fall. Wir haben hier mehrere Warteschlangen für die Prozesse im Zustand bereit. Wir sehen also, ein Prozess wird erstellt, er kommt dann automatisch in die Warteschlange der Bereitprozesse, der Idle-Prozesse. Irgendwann ist er ganz vorne in der Warteschlange, dann bekommt er auch die CPU irgendwann zugewiesen. Entweder er terminiert dann nach einer gewissen Zeit oder er bekommt die CPU wieder entzogen oder er muss auf ein Ereignis warten und kommt dann also in eine entsprechende Warteschlange. Wenn das Ereignis eintritt, dann wird immer eine komplette Warteschlange an blockierten Prozessen deblockiert. Also alle Einträge hier werden wieder in die Warteschlange der bereiten Prozesse dann überführt. Das heißt also, für jedes Ereignis, auf das gewartet wird, gibt es jetzt hier eine eigene Warteschlange. Im Betriebssystem oder ein modernes Betriebssystem muss für alle Prozesszustände eine Liste, eine Warteschlange verwalten, außer für die Prozesse im Zustand bereit, weil die sind ja dann gerade jeweils auf einem CPU-Kern und da gibt es dann keine eigene
Zustandsliste. Ja, das 3-Zustandsprozessmodell war ganz sympathisch, aber es reicht leider auch noch nicht. Wir brauchen noch 2 weitere Prozesszustände. Um genau zu sein, brauchen wir den Zustand Neu und den Zustand Exit. Bei Neu ist es so, dieser Zustand ist für diejenigen Prozesse, die zwar schon erstellt wurden, also deren Prozesskontrollblock schon existiert, die aber noch nicht in die Liste der bereiten Prozesse überführt wurden. Das kann sinnvoll sein, wenn man den Grad des Multitaskings definieren möchte, also wenn man festlegen möchte, wie viele Prozesse sollen maximal im Zustand bereit sein. Wenn man jetzt zu viele Prozesse zulässt, dann bleibt für die einzelnen Prozesse einfach so wenig CPU-Leistung, so wenige Ressourcen überhaupt noch übrig, dass das System einfach dann nicht mehr sinnvoll benutzt werden kann. Und nur dafür ist es da, dass man also Prozesse nicht von vornherein abweist, also deren Erstellung unterbindet, sondern dass man die quasi in so eine Art Warteraum vor der Bereitliste schickt. Ja, und der Zustand Exit, der ist für diejenigen Prozesse, die schon fertig abgearbeitet sind, aber bei denen der Prozesskontrollblock einfach noch existiert, weil zum Beispiel noch nicht alle Ressourcen wieder freigegeben wurden. Leider reicht auch das 5-Zustandsprozessmodell noch nicht aus, weil von einem modernen Betriebssystem erwarten wir ja auch, dass es in der Lage ist, den verfügbaren Hauptspeicher um Hintergrundspeicher zu erweitern. Wir hatten das in einem vorigen Foliensatz kurz erwähnt. Das ist das sogenannte Swapping, also die Möglichkeit, dass das Betriebssystem einzelne Speicherseiten oder alle Speicherseiten eines Prozesses in den Hintergrundspeicher auslagert, auf eine Auslagerungsdatei oder in eine sogenannte Swap-Partition. Ja, im einfachsten Fall lagert das Betriebssystem jetzt nur diejenigen Prozesse aus, die im Zustand blockiert sind. Das heißt also, wir bekommen hier jetzt mehr Hauptspeicher für die Prozesse in den Zuständen rechnend und bereit, also idle. Ja, das heißt, wir erweitern jetzt hier also das 5-Zustandsprozessmodell um einen weiteren Zustand mit dem Namen suspendiert und ja, machen den Übergang nur aus blockiert und wenn ein Prozess wieder zurückgeholt wird, weil er also nicht mehr blockiert ist, wenn er wieder aktiviert wird, dann wird er von suspendiert wieder in bereit überführt. Ja, es ist eine Limitierung, wenn man sagt, man kann nur diejenigen Prozesse suspendieren, also auslagern, die im Zustand blockiert sind. Das ist eigentlich eine unnötige Limitierung. Deshalb erweitern wir jetzt hier nochmal das Prozessmodell um einen 7. Zustand. Und dieser 7. Zustand ist dann für suspendierte Prozesse, die nicht blockiert sind, die also auch bereit sind. Und damit sind wir jetzt schon ganz nah an der Praxis, also ganz nah am Prozessmodell von Linux, wie es im richtigen Leben funktioniert. Und schauen wir mal hier. Hier sehen wir das Prozessmodell von Linux und wir sehen, da gibt es jetzt nicht viele Unterschiede zum Prozessmodell auf der Folie vorher. Wir sehen 2 offensichtliche Unterschiede. Einmal ist der Zustand rechnend unterteilt in die beiden Zustände benutzerrechnend und kernelrechnend. Also wir unterscheiden hier in Benutzerprozesse und in Systemprozesse, also in den Kernel-Modus. Und in den Kernel-Modus wechseln wir ja aufgrund eines Systemaufrufs oder eines Interrupts, also einer Unterbrechung dann von außen. Und ein weiterer Unterschied ist, dass der Prozess Exit, der ist jetzt hier umbenannt in Zombie. Was ist ein Zombie-Prozess? Ein Zombie-Prozess, der
hat seine Abarbeitung abgeschlossen, aber sein Eintragen der Prozesstabelle existiert noch, weil der Elternprozess dieses Prozesses hat also den Rückgabewert noch nicht abgefragt. Erst wenn ein Prozess seinen Rückgabewert abgeliefert hat, erst dann kann er wirklich terminieren. Und wenn nur das noch fehlt, dann ist es halt ein sogenannter Zombie-Prozess. Klingt lustig, heißt aber wirklich so. Ja, und so haben wir uns dann also vom 2-Zustands-Prozessmodell auf das hier zu sehende 8-Zustands-Prozessmodell hochgearbeitet. Und so funktioniert es auch in der Praxis. Ja, wir haben jetzt besprochen, was überhaupt Prozesse sind und in welchen Zuständen sie sich befinden können und wie sie vom Betriebssystem verwaltet werden im Großen und Ganzen. Was wir uns jetzt aber noch nicht angeschaut haben, ist zum Beispiel, wie Prozesse erstellt werden und wie man sie auch wieder los wird, also wie sie auch entfernt werden. Und die übliche Möglichkeit, um einen Prozess zu erstellen, das ist der Systemaufruf Fork. Fork erstellt eine identische Kopie des aufrufenden Prozesses. Das heißt, wir haben dann also im Endeffekt zwei. Wir haben dann den aufrufenden Prozess, das ist jetzt der Elternprozess oder in der Literatur heißt auch manchmal der Vaterprozess, und der neue Prozess, die Kopie, das ist der sogenannte Kindprozess. Der Kindprozess hat den gleichen Programmcode wie der Elternprozess. Es ist alles identisch. Auch der Systemkontext ist identisch bis auf die Prozess-ID. Und der Hardware-Kontext, also die Registerinhalte, sind auch gleich. Es gibt aber natürlich auch Unterschiede. Alle Ressourcen, also hinsichtlich jetzt Dateien und Speicherbereichen, die werden kopiert. Die bekommt dann also der Kindprozess unabhängig vom Elternprozess. Und damit haben also Kindprozess und Elternprozess ihre eigenen Prozesskontexte. Also es sind wirklich unabhängige Prozesse voneinander. Das werden wir dann auch jetzt auch im Verlauf dieses Foliensatzes nachweisen mit kleinen Beispielprogrammen. Ja, wenn man nicht immer den kompletten Adressraum eines Prozesses duplizieren möchte, was ja je nach Größe des Prozesses ziemlich viel Aufwand bedeutet, dann geht es auch ein bisschen leichtgewichtiger und dafür gibt es also den Systemaufruf VFORG. Wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, aber man schreibt es halt so, VFORG. Und das heißt also, ein Prozess wird zwar dupliziert, aber der Adressraum wird nicht kopiert. Und die Idee dahinter ist, man muss es ja nicht unbedingt duplizieren, weil wenn man diesen Prozess eh dann mit was anderem ersetzen möchte, dann passt es ja auch so. Hier in dieser Folie sehen wir ein kleines Quellcode-Beispiel zum Systemaufruf Fork, wobei eigentlich ist es hier die Bibliotheksfunktion Fork, die wir nutzen. Und ja, wir sehen also, es sind jetzt nur wenige Zeilen Programmcode, die wir hier brauchen, um mit Fork eine Kopie des aufrufenden Prozesses zu erstellen. Und wir sehen auch an diesem Quellcode, wie dann mit den unterschiedlichen Rückgabewerten gearbeitet wird, also wie wir feststellen können im Quellcode, wo wir uns eigentlich befinden, ob wir jetzt im Elternprozess sind oder im Kindprozess. Wir sehen also in Zeile 6, da wird Fork aufgerufen und der Rückgabewert, der wird in einer Integer-Variablen mit dem Namen Rückgabewert abgelegt. Und wenn der Wert in dieser Variable kleiner 0 ist, dann heißt es, es hat ein Problem gegeben und Fork konnte nicht richtig ausgeführt werden. Möglicherweise war die Prozesstabelle voll oder der Speicher war voll. Um ehrlich zu sein, passiert sowas ziemlich selten.
Dann sehen wir in Zeile 13, wenn der Rückgabewert größer 0 ist, dann befinden wir uns jetzt gerade im Elternprozess und der positive Rückgabewert, das ist dann die Prozess-ID des neu erzeugten Kindprozesses. Und in Zeile 18, da sehen wir, wenn der Rückgabewert 0 ist, dann sind wir jetzt im Kindprozess drin. Und so können wir also diese unterschiedlichen Rückgabewerte nutzen. Ja, durch das immer weitere Aufrufen von Fork kann man also immer weitere Kindprozesse erstellen und so kommt es dann also zu einer Prozesshierarchie, man kann auch sagen zu einem Baum aus Prozessen. Und wenn Sie sich das auf Ihrem System mal anschauen wollen, es gibt da das Kommando PS-Tree und da können Sie sich die laufenden Prozesse anschauen und die Eltern-Kind-Beziehungen dieser Prozesse entsprechend ausgeben lassen. Hier auf meiner Folie, das ist noch so ein bisschen eine ältere Darstellung, da sehen wir also der erste Prozess, der ist hier schön als init bezeichnet. Auf moderneren Systemen steht dann da System Daemon und wir sehen, da sind dann also einige Systemprozesse am Anfang, das werden Sie bei sich beobachten können. Und ich habe jetzt hier nur so exemplarisch mal was hervorgehoben, da sieht man also, da war also ein Terminal, hatte ich da laufen und in diesem Terminal hatte ich dann also mehrere Bash-Instanzen, also Eingabeaufforderungen und in einer Bash, da war also das Kommando su ausgeführt und dann wieder eine Bash und in einer anderen Bash, da war also ein Ghost-View und das Programm Ghost-Script und da habe ich mir dann also offensichtlich damals irgendeine PostScript-Datei angeschaut. Und in einer Bash war also auch das Kommando PS-Tree ausgeführt. Und dann sehen wir hier noch weitere Instanzen von X-Terminals mit Bashs, die dann darin aufgerufen wurden und wieder weitere X-Terminals und so weiter. Also wir sehen hier ganz deutlich diese Prozesshierarchie. Machen Sie das mal bei sich auf Ihrem eigenen System, das ist ganz interessant. Wenn Sie mehr über die Prozesse auf Ihrem System wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen das Kommando PS. Da gibt es unzählige Kommandozeilenoptionen dazu. Und ich habe da jetzt auf meinem System bei der Ausgabe einfach mal ein paar interessante Zeilen rausgefischt. Es waren noch viel mehr Zeilen in der Ausgabe. Und wir sehen hier also mehrere Spalten. Die erste Spalte, User-ID, das ist also die ID des Benutzers, dem der Prozess zugeordnet ist, also die Benutzeridentifikation. Dann die zweite Spalte, das ist die Prozess-ID, die ist eindeutig im Betriebssystem. Dann als dritte Spalte sehen wir die Parent-Process-ID, also die ID des Elternprozesses. Dann die vierte Spalte, C, das steht für die CPU-Belastung, die der Prozess verursacht in Prozent. Und Sie sehen jetzt also diese Prozesse, die ich hier ausgesucht habe, die waren wahrlich nicht sehr CPU-intensiv. Die haben nicht sehr viele Ressourcen konsumiert, mit Ausnahme von Google Chrome. Der sticht hier ein bisschen hervor. Dann sehen wir in der fünften Spalte, sehen wir die virtuelle Prozessgröße. Also das ist das Textsegment, also der Programmcode inklusive Heap und Stack. Da kommen wir dann später auf Folie 31 nochmal drauf zu sprechen. Dann sehen wir in der sechsten Spalte Resident Set Size. Das ist der belegte physische Speicher, also ohne Auslagerungsspeicher, ohne Swap-Partition. Dann sehen wir in der Spalte PSR. Das ist der CPU-Kern, dem der Prozess zugewiesen ist. Dann sehen wir die Spalte S-Time, das ist die Startzeit, also wann wurde der Prozess erstellt. Dann sehen wir die Spalte TTY, das ist Teletype Writer, das ist klassischerweise das Steuerterminal und als Unix noch jung war, da war das in der Regel also ein physisches Gerät und heute ist es ja in der Regel ein virtuelles Gerät. Wir haben ja virtuelle Terminals, Terminal-Emulationen laufen, zum Beispiel die Bash. Und dementsprechend sehen wir also hier oft den Eintrag
PTS, das steht also für Pseudo-Terminal Slave, das ist dann also ein virtuelles Terminal. Und als nächstes sehen wir hier die Spalte Time. Und Time, das ist also die Rechenzeit, die der jeweilige Prozess schon auf der CPU ausgeführt wurde. Also wirklich die reine Rechenzeit. Ja, und dann als letzte Spalte sehen wir Command. Also das ist dann also der jeweilige Befehl. Hier in dieser Folie sehen wir einen kleinen Beweis, dass Eltern- und Kindprozess wirklich unabhängig voneinander sind, dass die also unterschiedliche Kontexte haben, unterschiedliche Speicherbereiche. Und wir sehen hier wieder ein kleines Programmbeispiel in der Programmiersprache C. Und wir sehen in Zeile 7, da wird also Fork aufgerufen, und wenn der Rückgabewert positiv ist, dann heißt das also, wir sind im Elternprozess, und der Rückgabewert, das wäre ja dann also der Kindprozess, spielt jetzt hier keine Rolle. Auf jeden Fall der Elternprozess, der soll einfach nur bis zu dem Wert 5 Millionen hochzählen, von 0 bis 5 Millionen hochiterieren und immer die aktuelle Zahl ausgeben. Und der Kindprozess, das sehen wir dann hier in Zeile 11, ja, also wenn der Rückgabewert von Fork also nicht positiv ist, also wenn er dann in dem Fall jetzt 0 ist, dann sind wir also im Kindprozess, und der Kindprozess, der soll also auch bis 5 Millionen einfach hochzählen und soll auch die jeweilige Zahl, wo er gerade ist, ausgeben. Und ich habe hier mal so einen Ausschnitt aus der Ausgabe in der rechten Spalte dargestellt, und da sehen wir also entweder der Elternprozess oder der Kindprozess. In dem Fall der Kindprozess fängt an und fängt also an zu zählen, und irgendwann kommt es dann zum Prozesswechsel. Wann das der Fall ist, das können wir nicht voraussagen, das hängt vom Scheduling ab, das hängt von der aktuellen Auslastung des Systems ab, das wissen wir also nicht. Und wenn es dann also beim ersten Mal zum Prozesswechsel kommt, dann wird also auch der Elternprozess in dem Fall jetzt anfangen hochzuzählen, und irgendwann kommt es dann wieder zum Prozesswechsel, und dann zählt der Kindprozess weiter, und dann kommt es irgendwann wieder zum Prozesswechsel und so weiter. Und anhand dieser Ausgabe sieht man dann also sehr deutlich, dass diese Prozesskontexte unterschiedlich sind, dass die Speicherbereiche unterschiedlich sind. Ja, hier habe ich noch ein anderes Beispiel, ganz ähnlich. Wir sehen hier auch wieder etwas C-Quellcode, und wir sehen in Zeile 8, da wird Fork aufgerufen, und der Rückgabewert ist natürlich wieder eine Integer-Variable, wo er dann abgelegt wird. Und wenn der Rückgabewert kleiner 0 ist, sehen wir hier in Zeile 11, dann ist also irgendwas schiefgegangen. Und wenn der Rückgabewert größer 0 ist, sehen wir hier in Zeile 17, dann sind wir offensichtlich im Elternprozess. Und der Elternprozess, der soll einfach auf der Kommandozeile seine eigene Prozess-ID ausgeben und die seines Elternprozesses, des Parent Process. Und wenn der Rückgabewert von Fork 0 ist, sehen wir hier in Zeile 23, dann sind wir also offensichtlich im Kindprozess. Und der Kindprozess soll auch auf der Kommandozeile seine eigene ID ausgeben und die ID seines Elternprozesses. Die eigene ID erfahren, das geht dann also jeweils mit getPID, also mit diesem Funktionsaufruf. Und die ID des Elternprozesses, das geht dann halt mit getParentProcessID. Ja, hier sehen wir jetzt, wie die Ausgabe üblicherweise in etwa aussehen dürfte. Wir sehen, normalerweise werden also der Eltern- und der Kindprozess jeweils ihre eigene ID und die Eltern-ID ausgeben, und da ist dann also
meistens nichts Ungewöhnliches dabei. Wenn Sie dieses Programm jetzt aber vielleicht 10-mal hintereinander ausführen, dann dürften Sie mindestens einmal so eine Ausgabe bekommen, wie jetzt hier die zweite Ausgabe, die dargestellt ist. Und da sehen Sie also, dass der Kindprozess die Eltern-ID 1 hat. Was ist da passiert? Wir haben ja vorhin schon bei dem Hochzählen gesehen, dass die Prozesse ja unabhängig voneinander sind und wir können also auch nicht sagen, welcher Prozess zuerst ausgeführt wird, beziehungsweise welcher Prozess jetzt auch dann zuerst beendet wird. Und wir wissen, jeder Kindprozess muss seinen Rückgabewert dem Elternprozess abliefern. Erst dann kann dieser Prozess terminieren. Wenn jetzt ein Elternprozess vor dem Kindprozess terminiert, dann würde das ja bedeuten, dass der Kindprozess keinen Elternprozess mehr hat und das ist nicht zulässig. Also dieses, das ist nicht implementiert, das darf es nicht geben. Und deshalb ist es so, dass also in dem Fall, wenn ein Kindprozess keinen Elternprozess mehr hat oder wenn der Elternprozess also jetzt terminiert, dann wird dieser Kindernprozess, dieser elternlose Prozess, der wird dann von Init adoptiert und dementsprechend ist dann also die Parent Process ID 1. Ja, und das ist genau das, was wir jetzt hier in dieser zweiten Ausgabe sehen. Macht auch Sinn, weil Init ist es ja also der erste Prozess im Betriebssystem und alle Prozesse stammen ja dann dementsprechend auch von dem ab. Ja, der muss dann also die Weisen adoptieren. Ja, wir haben jetzt gesehen, mit Fork können wir also identische Kopien des aufrufenden Prozesses erstellen. Das ist aber natürlich nicht immer das, was man möchte. Man will ja auch ganz, ganz unterschiedliche Prozesse starten, ganz unterschiedliche Programme starten. Und dafür brauchen wir jetzt also dann noch einen weiteren Systemaufruf, beziehungsweise eine entsprechende Bibliotheksfunktion. Und das ist jetzt in dem Fall Execute. Mit Execute kann man einen Prozess durch einen anderen ersetzen. Ja, das ist also jetzt der Vorgang der Verkettung. Und wir sehen das an dieser sehr einfachen Darstellung unten in der Folie. Also wenn ein Prozess X Execute aufruft, dann wird er von einem anderen Prozess ersetzt. Und der neue Prozess, der erbt dann also die Prozess-ID des aufrufenden Prozesses. Der aufrufende Prozess begeht im Prinzip Selbstmord, könnte man sagen. Wenn Sie jetzt ein neues Programm aus einem Prozess heraus starten möchten und Sie möchten nicht, dass der aufrufende Prozess terminiert, dass der verschwindet, dann müssten Sie erst mit Fork eine identische Kopie des aufrufenden Prozesses erstellen und diese Kopie dann mit Execute ersetzen. Und dann hätten Sie jetzt also einen ganz neuen Prozess erstellt, der unabhängig vom Aufrufenden ist und auch natürlich dann ein anderes Programm ist. Ja, wenn Sie diesen Schritt mit Fork nicht machen, dann verlieren Sie halt immer Ihren aufrufenden Prozess. Ja, Klassiker, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Shell, also in der Terminal-Emulation, wenn Sie da jetzt einen Prozess ausführen wollen, wenn Sie da jetzt ein Kommandozeilenprogramm starten wollen, dann heißt das nichts anderes, als dass mit Fork eine identische Kopie dieser Shell erstellt wird und mit Execute wird dann diese Shell, diese identische Kopie, durch das Programm, was Sie aufrufen wollen, überschrieben. Haben wir hier mal so ein paar kleine Beispiele zu Execute, dann kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Sie sehen also, ich habe hier PS aufgerufen, PS-F, und wir sehen als Ausgabe die laufende Bash-Instanz und das Kommando PS-F. Wir sehen die Prozess-ID und wir sehen die Parent-Process-ID, also die Abstammung hier ist klar. Wenn wir jetzt innerhalb der Bash-Instanz eine weitere Bash starten, das sehen wir hier in der fünften Zeile,
Und in dieser neuen Bash-Instanz, die also innerhalb der alten Bash läuft, rufen wir ps-f auf. Dann sehen wir also, das Kommando wurde jetzt gestartet von der neuen Bash-Instanz, die wir manuell gestartet haben. Ja, die Parent Process ID 12.751 entspricht also der Prozess-ID dieser neuen Bash-Instanz. Wenn wir jetzt mit execute auf der Shell die laufende Bash überschreiben durch ps-f, dann bekommt das ps-f die Prozess-ID der Bash, nämlich genau dieses 12.751, und die Bash wurde dadurch auch überschrieben. Die ist jetzt weg. Ja, machen wir nochmal eine letzte Kontrolle am Ende mit ps-f. Wir sehen, das Kommando wurde jetzt neu gestartet, hat also eine neue Prozess-ID. Parent Process-ID entspricht der ursprünglichen Bash, die wir da hatten. Und die Bash, die wir ja manuell gestartet hatten, die ist also weg. Die hatten wir ja überschrieben dann mit execute. Ja, so wird das Ganze vielleicht ein bisschen auch greifbarer. Ja, das Ganze kann man natürlich auch ein bisschen schöner machen mit C-Quellcode. Wir sehen hier wieder ein kleines Programm, ein kleines Beispiel zu execute in dem Fall. Und wir sehen in Zeile 6, da rufen wir fork auf und der Rückgabewert ist dann also in der Variable PID abgelegt. Und wir sehen also in Zeile 9, wenn der Rückgabewert ungleich 0 ist, dann ist es jetzt also der Elternprozess. Und der Elternprozess, der soll seine eigene PID ausgeben und den Rückgabewert von fork, weil das ist ja die Prozess-ID des Kindes. Und wenn der Rückgabewert 0 ist, dann sind wir also im Kindprozess. Und der Kindprozess, der soll also auch seine eigene Prozess-ID ausgeben und die Prozess-ID seines Elternprozesses. Und danach soll der Kindprozess sich selbst überschreiben mit dem Kommando date. Ja, also soll die aktuelle Zeit ausgeben. Und ja, das war's. In dem Fall jetzt ein bisschen was Ungewöhnliches. Wir können jetzt hier in C nicht einfach die Bibliotheksfunktion execute aufrufen, weil die gibt es also nicht. Ja. Dafür gibt es aber mehrere Varianten des Systemaufrufs execute als Bibliotheksfunktion. Und eine davon ist also dieses execute L. Wenn Sie da mehr drüber wissen wollen, wenn Sie da eine schöne Übersicht haben wollen über die ganzen Varianten, die es also von dem Systemaufruf execute als Bibliotheksfunktion gibt, da gibt es unzählige Quellen im Netz. Ich habe da eine angegeben, die ich ganz gut finde. Aber für hier reicht das jetzt erstmal. Ja, schauen wir uns mal die Ausgabe an. Und wir sehen also jetzt bei der ersten Ausführung hier die erste Ausgabe, das sehen wir. Der Elternprozess läuft, seine PID und die PID des Kindes, des Ergebnisses von fork werden also ausgegeben und auch der Kindprozess, der läuft und gibt also dann entsprechend die eigene PID und die Parent Process ID aus und dann überschreibt sich der Kindprozess selbst mit date und in der nächsten Ausgabe sehen wir auch wieder der Elternprozess, alles ganz normal. Und dann sehen wir aber beim Kindprozess wieder hier die Parent Process ID des Kindprozesses, also die PID seines Elternprozesses. Das ist jetzt wieder hier 1, also auch da war der Elternprozess jetzt wieder vor dem Kindprozess beendet. Und dementsprechend musste der Kindprozess wieder von init adoptiert werden und hat dann die Parent Process ID 1 bekommen. Ja, so ein bisschen Hintergrundinformation unter modernen Betriebssystemen kann man auch definieren, dass man eine andere Prozess-ID als 1 haben will, als Fallback-Lösung, wenn der Elternprozess weg ist. Aber das ist jetzt wirklich Spezialwissen, sag ich mal. Das machen die wenigsten. Klassiker ist einfach, wenn der Elternprozess weg ist, dann ist die neue Parent Process ID 1.
Ja, hier nochmal so eine kleine Zusammenfassung, was wir jetzt eigentlich für Möglichkeiten haben, um einen Prozess zu erstellen. Das eine ist die Vergabelung, also Fork. Ein Prozess ruft Fork auf und dadurch wird also ein neuer, identischer Prozess erstellt. Dann hatten wir die Verkettung mit Execute. Das heißt, der aufrufende Prozess, der wird beendet, der wird terminiert und der neue Prozess, der bekommt dann die Prozess-ID des aufrufenden Prozesses, die erbt er. Und die Kombination aus beidem, das ist dann jetzt also die richtige Prozesserstellung, ohne dass der aufrufende Prozess Selbstmord begeht. Das ist dann also Fork und daraufhin das Kind überschreiben mit Execute. Ja. Ja, wenn Sie einen Kommilitonen oder eine Kommilitonin haben, die gerne mal vergessen, ihren Desktop zu sperren und oder die also sehr einfache Passwörter auf ihrem Desktop haben und sie wollen da mal sich so einen kleinen Scherz erlauben, dann können sie einfach mal eine Forkbombe starten. Eine Forkbombe ist also so ein Programm aus wenigen Zeilen, kann man mit eigentlich fast jeder Programmiersprache machen. Ich habe jetzt hier mal drei Beispiele angegeben: Python, C und PHP, nur jetzt mal so exemplarisch, um Ihnen zu zeigen, dass es also fast keine Grenzen gibt. Und eine Forkbombe ruft einfach nur den Systemaufruf Fork oder die entsprechende Bibliotheksfunktion in einer Endlosschleife auf. Und das funktioniert dann halt so lange, bis der Speicher des Systems erschöpft ist und dann steht halt das System. Was kann man machen, um sowas zu verhindern, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein System betreiben mit sehr vielen Benutzern und Sie haben da vielleicht so Spaßvögel, die da gerne mal sowas starten? Sie müssen dann die maximale Anzahl der Prozesse pro Benutzer limitieren und am besten noch den Speicherverbrauch der einzelnen Benutzer limitieren mit Hilfe von Quota-Einstellungen. Kann man machen. Ja, ist nicht sonderlich schwierig, muss man dann halt aber auch manchmal machen. Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über Prozesse gesprochen und wie die verwaltet werden und auch in welchen Zuständen die sich befinden können. Jetzt schauen wir uns ruhig auch mal an, wie so ein Prozess überhaupt aussieht. Ja, wie ist die Struktur eines Prozesses? Und wir sehen jetzt hier in der Abbildung die standardmäßige Aufteilung des virtuellen Speichers auf einem Linux-System mit 32-Bit. Der Grund, warum ich jetzt ein 32-Bit-System genommen habe, ist nur, weil da einfach die Zahlen kleiner sind und das passt dann halt sehr schön so auf die Folie. Ist mir natürlich auch klar, dass die 32-Bit-Systeme ein bisschen veraltet sind und dass wir natürlich 64-Bit-Systeme heute haben, aber die Struktur ist ja wirklich genau die gleiche, nur der Adressraum ist halt größer und damit halt die maximale Prozessausdehnung. Wir sehen also die Aufteilung hier jetzt bei einem 32-Bit-System, also das erste Gigabyte, das ist dann für den Kern, also für das Betriebssystem und die drei restlichen Gigabyte sind dann also für den laufenden Prozess verfügbar. Wir sehen als erstes da am Beginn des Adressraums, da sehen wir das sogenannte Textsegment und das ist einfach der Programmcode. Ja. Dieses Textsegment können sich mehrere Prozesse teilen. Es muss also dann nur einmal im physischen Speicher liegen und es ist also nur lesbar üblicherweise. Wo kommt es her, das Textsegment? Das wird einfach vom Systemaufruf Execute aus der Programmdatei rausgelesen, wenn ein Prozess gestartet wird. Als nächstes haben wir den Heap. Der Heap, der wächst dynamisch und er besteht aus zwei Teilen. Einmal haben wir das Datensegment und einmal haben wir die Komponente BSS. Im Datensegment, da haben wir die initialisierten Variablen und Konstanten.
Das heißt, das sind diejenigen Daten, die also innerhalb von globalen Deklarationen ihre Werte bekommen haben. Also zum Beispiel hier sowas wie Integer Summe gleich 0. Und das kann also auch der Systemaufruf execute aus der Programmdatei lesen. Also das tut er auch. Und da kommt das also her. Das nächste ist der Bereich BSS. Der kann tatsächlich wachsen. Das Datensegment wächst nicht. Und BSS, das sind also die nicht initialisierten Variablen. Und das sind also globale Variablen, die werden also außerhalb von Funktionen deklariert und die haben keinen Anfangswert, zum Beispiel sowas wie Integer i. Und immer dann, wenn ein Prozess zur Laufzeit Speicher allokiert, unter C ist es dann mit der Funktion Memory Allocate, malloc, das ist dann auch Teil des BSS. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Datenbankmanagementsystem haben, das wächst hier besonders stark. Ja. Also die Datenbanken, die holen sich immer mit malloc zusätzlichen Speicher. Nur jetzt mal so als Beispiel. Ja, die Variablen im BSS, die werden also auch von execute natürlich eingelesen und die werden also mit 0 zum Startzeitpunkt initialisiert. Als nächstes haben wir den Stack. In älteren deutschsprachigen Büchern ist er auch manchmal noch als Kellerspeicher bezeichnet. Und mit dem Stack, da werden also die geschachtelten Funktionsaufrufe realisiert. Und da haben wir einmal die Kommandozeilenargumente vom Programmaufruf und wir haben die Umgebungsvariablen. Und dieser Stack, der arbeitet also nach dem FIFO-Prinzip. Ja, immer dann, wenn eine Funktion aufgerufen wird, dann wird also eine Datenstruktur auf den Stack draufgelegt und diese Datenstruktur enthält die Aufrufparameter und die Rücksprungadresse und einen Zeiger auf die aufrufende Funktion im Stack. Und ja, auch die lokalen Variablen der Funktion, auch die liegen auf dem Stack. Und wenn dann also zurückgesprungen wird aus einer Funktion, dann wird die entsprechende Datenstruktur wieder vom Stack entfernt. Wenn Sie für bestimmte Programme einfach mal wissen wollen, wie groß sind diese Bereiche, wie groß ist das Textsegment oder Datensegment oder BSS, dann können Sie das rausfinden, zum Beispiel mit dem Kommando Size auf der Kommandozeile und da bekommen Sie dann genau diese Werte in Byte ausgegeben. Und ich habe das hier mal ausgeführt auf meinem System und habe das jetzt mal limitiert nur für Programme im Verzeichnis Binary, die mit dem Buchstaben C anfangen und habe dann nur mal die ersten paar Zeilen jetzt hier auf der Folie drauf. Sehen wir ein paar bekannte Vertreter, CAT oder Change Group, Change Mod, Change Ownership, Copy und so. Und da sehen wir also jeweils die Textsegmente, Datensegmente, BSS. Und wir sehen das also hier in dezimaler und hexadezimaler Größe dann auch noch aufsummiert. Ja, und hier nochmal so eine kleine Wiederholung, damit man das Ganze immer auch so ein bisschen im Kontext hat, wie das zusammenhängt. Der virtuelle Speicher, Sie erinnern sich vielleicht, Foliensatz 2, zweites Screencast. Und wir sehen hier wieder die beiden Prozesse A und B. Und wir sehen einmal Textsegment, Heap und Stack. Heap und Stack wachsen gegeneinander zu oder zueinander und wir sehen also jeweils diese Adressräume dieser Prozesse. Das ist dann der User Space, der jetzt hier abgebildet ist. Den Kernel Space habe ich jetzt hier nicht abgebildet. Und wir sehen also jeder dieser Prozesse, jeder dieser virtuelle
Jeder Prozess hat ja seinen virtuellen Speicher, der also aus Seiten besteht. Und diese Seiten, die sind dann also im physischen Speicher abgebildet und die müssen nicht fortlaufend am Stück da liegen, die müssen nicht en bloc da liegen, sondern externe Fragmentierung spielt da keine Rolle und die Seiten müssen auch nicht zwangsläufig im Hauptspeicher liegen. Also einzelne Seiten können auch ausgelagert sein auf den auf die Swap-Partition oder, wenn wir jetzt an ein anderes Betriebssystem denken, in die Auslagerungsdatei. Das letzte große Thema dieses Foliensatzes sind die Systemaufrufe. Und bevor wir uns die Systemaufrufe genauer anschauen, gehen wir nochmal zu den Begriffen Benutzermodus und Kernelmodus. Diese beiden Begriffe sind ja im Zusammenhang mit den Prozessen hier und da schon mal gefallen. Und ich glaube auch in den Foliensätzen zuvor, da hatten wir das schon. Ja, schauen wir erstmal uns die CPUs an. Die x86-kompatiblen CPUs, die haben Privilegienstufen, klassischerweise 4 Stück. Bei moderneren CPUs sind sogar 5, weil man da noch für die Virtualisierung eine Stufe mit hinzugezogen hat, aber gut, das spielt jetzt an der Stelle keine Rolle. Also klassischerweise sind es erstmal 4 Stufen. Und die Idee dahinter ist, dass man also hier unterschiedliche Privilegien-Level hat, Privilegienabstufungen, um also die Prozesse voneinander zu separieren in hochpriorisierte Prozesse und Prozesse, die im besten Fall also gar nichts dürfen, außer auf ihren virtuellen Speicher zugreifen. Und die Idee dahinter ist, man will also Stabilität und Sicherheit verbessern und jeder Prozess ist also einer Stufe zugeordnet. In der Literatur ist das gerne auch so als Ringe dargestellt. Eigentlich, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht warum, ja, ein bisschen blumig mit diesen Ringen. Und ja, kein Prozess kann so, also von sich aus jetzt von einem Ring, von einer Stufe in die andere Stufe wechseln. So habe ich es auch als Student vor mehreren Jahren gelernt und habe mich dann mehrere Jahre auch gefragt, wie man sich diese Stufen denn eigentlich vorstellen kann. Und die gängige Literatur, die ist da leider so ein bisschen unergiebig. Und irgendwann habe ich dann so ein Intel Programmers Reference Manual von 1986 gefunden und da stand es dann auch drin. Diese Stufe ist im Prinzip nur ein Registerwert, also das ist das Register CPL, Current Privilege Level, und da steht dann also die Nummer der Privilegienstufe drin, der laufende Prozess zugeordnet ist, ja, und das war's. Ja, wir haben in den letzten Screencasts und auch in diesem jetzt, da hatten wir ja schon diese Begriffe Benutzermodus und Kernelmodus, und die innerste Stufe oder dieser innerste Ring jetzt hier, die Stufe, die am nächsten an der Hardware dran ist, das ist dann also der sogenannte Kernel-Modus und dem ist der Betriebssystemkern zugeordnet und Prozesse, die also im Kernel-Modus laufen, also der Kern selbst auf jeden Fall und bei Linux sind es ja jetzt noch die entsprechenden Module, diese Prozesse haben also vollen Hardware-Zugriff. Die können auf den kompletten physischen Speicher zugreifen, den direkt adressieren und können also im Prinzip alles machen. Alle anderen Prozesse zählen zum Benutzermodus, die sind an dem Ring 3 zugeordnet, die äußerste Stufe. Und das sind also die normalen Anwendungen, die normalen Prozesse der Benutzer und diese Prozesse, die dürfen nur mit ihrem eigenen virtuellen Speicher arbeiten. Die arbeiten also komplett nur im Protected Mode. Ja, manch einer fragt sich jetzt, warum werden nur 2 Stufen klassischerweise verwendet? Warum nicht alle 4? Und es liegt daran, dass die meisten Unternehmen oder auch die meisten Entwickler von Betriebssystemen wollten sich in der Vergangenheit gerne die Tür offen halten, auch zu anderen Architekturen, wollten also die Portabilität verbessern oder
überhaupt erst möglich machen, sage ich mal. Und wir hatten in der Vergangenheit, hatten wir auch einige Hardware-Architekturen, wie zum Beispiel die Alpha-Prozessoren und die PowerPC-Prozessoren oder die MIPS-Architektur. Und die haben einfach nur zwei Privilegienstufen implementiert. Und da wäre es dann natürlich sehr schwierig gewesen, jetzt ein Betriebssystem für so eine Architektur zu portieren, wenn man von vornherein 3 oder 4 Privilegienstufen für die Prozesse vorsieht. Und deshalb hat sich das dann vor 2 oder 3 Jahrzehnten, denke ich, eingebürgert, dass die Betriebssysteme eigentlich nur diese beiden Privilegienstufen unterscheiden, Benutzermodus und Kernelmodus. Ja, wir haben auch schon besprochen, dass also alle Prozesse außerhalb des Betriebssystemkerns, die dürfen also nur mit ihrem virtuellen Speicher arbeiten. Und wenn jetzt also ein Prozess eine höher privilegierte Aufgabe abarbeiten möchte, zum Beispiel einen Hardwarezugriff ausführen möchte, dann kann er das nicht selbst, dann muss er den Betriebssystemkern darum bitten. Und dieses Bitten oder Auffordern des Kerns, eine bestimmte Aktion auszuführen, das geschieht also mit Hilfe eines Systemaufrufs. Das ist also ein Funktionsaufruf im Kern. Und wenn man den also aufruft, wenn man den initiiert, dann heißt das, man verursacht einen Sprung vom Benutzermodus in den Kernelmodus. Das ist dann der sogenannte Moduswechsel. Beim Moduswechsel gibt der aufrufende Prozess, der Benutzerprozess, die CPU ab an den Kern. Der aufrufende Prozess ist damit unterbrochen. Er muss warten, bis die Abfrage abgearbeitet wurde. Und wenn dann also der Kern die Aktion abgearbeitet hat, den Funktionsaufruf erledigt hat, dann wird die CPU irgendwann wieder an den Prozess im Benutzermodus zurückgegeben und dann kann der also an der Stelle weiterarbeiten, wo es dann zum Prozesswechsel zuvor kam. Ja, also die Leistung eines Systemaufrufs, die erbringt der Kern, also er wird im Kernelmodus erbracht, also außerhalb des Adressraums vom aufrufenden Prozess. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche Möglichkeiten wir eigentlich haben, mit dem Betriebssystem zu interagieren, also welche Schnittstellen das Betriebssystem zur Verfügung stellt. Wir sehen es hier in der Abbildung auf dieser Folie, die obere Abbildung. Da sieht man also, das ist gar nicht so viel. Wir haben einmal die Benutzerschnittstelle. Das ist das, mit dem wir als Benutzer üblicherweise interagieren. Also klassischerweise jetzt so die Eingabeaufforderung, die Shell und dann unsere ganzen Programme hier. Und die Benutzerprogramme, die Anwendungen, die interagieren mit der Standardbibliothek über die Bibliothekenschnittstelle. Und da haben wir dann die klassischen Funktionen hier, fork, open, close, read, also alles, was wir von den Systemaufrufen kennen, das haben wir dann hier nochmal als Bibliotheksfunktion und noch näher an der Hardware, also die Schnittstelle zum Kern, das ist dann die Systemaufrufschnittstelle. Damit haben wir dann direkt die Anfragen an den Kern. Ja, macht auch Sinn, wenn man sich mal die Unterschiede zwischen Systemaufrufen und Interrupts nochmal so ein bisschen am Bild anschaut. Hier ist auch sehr vereinfachte Darstellung am unteren Rand der Folie. Wir wissen ja, Interrupts, das sind immer Unterbrechungen, die von Ereignissen außerhalb des jeweiligen Prozesses ausgelöst werden. Also zum Beispiel jetzt, dass ein Hardware-Signal kommt oder eine Benutzerinteraktion oder dergleichen. In der Abbildung am unteren Rand der Folie, da sehen wir also das Speicherabbild eines Prozesses und wir sehen den Kernel-Modus und wir sehen den Benutzermodus, der deutlich größer jetzt hier ist. Und wir sehen also, der Prozess läuft. Der Benutzermodus ist hier aktiv, also der Prozess wird abgearbeitet. Und wenn jetzt ein Systemaufruf kommt,
Dann wird also die CPU an den Kern übergeben. Also wir haben diesen Moduswechsel, den Sprung in den Kernel-Modus. Und wenn die Kernel-Funktion abgearbeitet wurde, dann gibt es also die Rückkehr in den Prozess im Benutzermodus. Und bei einem Interrupt, da wird also der laufende Prozess von außen unterbrochen durch ein äußeres Ereignis halt. Und dann wird an den Kern übergeben. Der Kern arbeitet dann seine Interrupt-Service-Routine ab. Und wenn das geschehen ist, dann wird also die CPU irgendwann wieder an den Prozess im Benutzermodus zurückgegeben. Ja, das ist einfach nochmal der Unterschied zwischen Systemaufrufen und Interrupts, ganz knapp und oberflächlich jetzt zusammengefasst. Schauen wir uns mal einen Systemaufruf an, jetzt mal exemplarisch, und das ist jetzt hier der Systemaufruf IOControl. Der IOControl-Systemaufruf, der wird unter Linux genutzt, um gerätespezifische Befehle abzusetzen. Damit wird zum Beispiel die Kommunikation mit Zeichen- und blockorientierten Geräten realisiert, also Maus, Tastatur, Drucker, dann die ganzen Speichergeräte, die ganzen Laufwerke. Und wir sehen hier auch die Syntax, also IOControl hat hier drei Funktionsparameter. Einmal haben wir hier einen File-Descriptor, wir haben eine Aktionsanforderung und wir haben also entweder einen Integer-Wert oder einen Zeiger auf Daten. Das mit dem File-Descriptor erklärt sich ziemlich einfach. Wir haben ja schon gesagt, unter Unix ist alles eine Datei. Also Dateien sind natürlich als Dateien repräsentiert und Verzeichnisse auch. Und auch Geräte sind als Dateien repräsentiert. Und über diese Gerätedateien kann man dann also auf die Geräte jeweils zugreifen. Und mit der Aktionsanforderung, da wird einfach definiert, was das Gerät tun soll. Ja, was macht man typischerweise mit IOControl? Geräte initialisieren oder hier jetzt zum Beispiel eine CD auswerfen oder Status- oder Verbindungsinformationen von einer WLAN-Schnittstelle auslesen oder dergleichen. Also es ist sehr, sehr hardware-nah, kann man sagen. Es gibt sehr viele Funktionsaufrufe, mehrere hundert bei den jeweiligen Betriebssystemen. Und da gibt es also im Internet sehr umfangreiche Listen. Ich habe jetzt da mal nur ein paar Links angegeben unten auf der Folie, wenn Sie sich dafür interessieren. Bei den Systemaufrufen ist es so, natürlich kann man direkt mit den Systemaufrufen interagieren, kann also die eigenen Programme direkt die Systemaufrufe aufrufen lassen. Der Nachteil davon ist aber, dass die Systemaufrufe potenziell unsicher sind und auch relativ schlecht portabel sind. Es ist nämlich so, dass die Systemaufrufe sich theoretisch mit jedem neuen Betriebssystemkern ändern können. Und dann müsste man ja die eigene Software, die eigenen Programme immer wieder untersuchen, ob die jetzt mit der jeweiligen Kernel-Version zusammenarbeiten können und gegebenenfalls dann also anpassen und das jeweils handhaben. Also es ist ja sehr schlecht portabel. Besser ist es, man nutzt für die eigenen Programme die sogenannten Bibliotheksfunktionen. Es ist so, dass jedes moderne Betriebssystem heute eine Standardbibliothek hat und diese Standardbibliothek stellt dann also Bibliotheksfunktionen zur Verfügung und diese Bibliotheksfunktionen, das sind dann teilweise sogenannte Wrapper-Funktionen, über die man dann die Systemaufrufe aufrufen kann. Und die Bibliotheksfunktionen, die sind also sehr stabil, langfristig stabil und verfügbar. Und so kann man dann also Benutzerprozesse also über mehrere Jahre oder Jahrzehnte immer wieder auch in neuen Betriebssystemversionen nutzen, weil also diese Bibliotheksfunktionen, weil die gleich bleiben. Und mit jeder neuen Version der Bibliothek, der Standardbibliothek, werden ja dann auch gleich die neuen Kerne wieder unterstützt. Unter Linux, die Standardbibliothek ist üblicherweise die glibc.
Früher unter Unix, da gab es dann zum Beispiel die C-Standard-Library und unter Windows zum Beispiel, da ist es dann diese ntdll.dll, das ist diese Native API, das ist dann hier die Standardbibliothek. Ja, also mit so einer Standardbibliothek, wenn man die also nutzt, dann erhöht man dadurch die Portabilität und gleichzeitig auch die Sicherheit, weil die Bibliothek dann ja auch nochmal überprüft, ob Funktionsaufrufe jetzt korrekt sind und ob die auch zulässig sind. Dieses Bild da auf der Folie rechts oben, das Sie sehen es, das habe ich also von Wikipedia übernommen, ist tatsächlich wahrscheinlich die beste Abbildung zum Thema, die ich bis jetzt finden konnte. Und wir sehen also hier einmal das System Call Interface, die Schnittstelle der Systemaufrufe, und da steht jetzt hier in der Abbildung etwa 380 Systemaufrufe unter Linux. Das ist dann also die Schnittstelle zu den Kernfunktionen, zu den wichtigsten Funktionen des Betriebssystems. Und darum haben wir dann noch als Sammlung von Wrapper-Informationen die Standardbibliothek. Und wir sehen also, dass die Anwendungen, die können entweder über diese Wrapper-Funktion gehen, also die System, entweder sie rufen die Systemaufrufe direkt auf oder sie gehen über die Wrapper-Funktion über die Standardbibliothek. Ja, schauen wir uns mal die Abarbeitung eines Systemaufrufs Schritt für Schritt an. Und diese Beschreibung, die habe ich übernommen aus dem Buch vom Herrn Tannenbaum, habe nur die Beschreibung ein bisschen umfangreicher gemacht. Aber ich finde, das ist eine schöne Sache, weil da sieht man dann auch nochmal, wie das alles so zusammenhängt, auch User Space und Kernel Space zum Beispiel. Wir sehen jetzt hier exemplarisch die Abarbeitung der Bibliotheksfunktion Read. Und wir sehen also hier in den Schritten 1 bis 3, da legt unser Benutzerprozess die entsprechenden Parameter von Read auf den Stack. Also die Parameter ist dann also der File-Deskriptor, was soll gelesen werden, dann ein Puffer und dann einmal eine Angabe, wie viele Bytes sollen gelesen werden. Dann im vierten Schritt sehen wir, dass der Benutzerprozess die Bibliotheksfunktion für Read aufruft. Und da sehen wir also diese Anzahl von Bytes, die sollen aus dem File-Deskriptor gelesen werden und in den Puffer geschrieben werden. Dann im fünften Schritt, da sehen wir dann, dass die Bibliotheksfunktion die Nummer des Systemaufrufs in einem Akkumulatorregister speichert, auf einem modernen System, auf dem 64-Bit-System ist das dann RAX und auf älteren Systemen 32-Bit, da wäre das dann EAX. Und als nächstes speichert dann also die Bibliotheksfunktion die Parameter des Systemaufrufs in den Registern RBX, RCX und RDX, beziehungsweise dann auf älteren Systemen, da ist es dann also mit dem vorgestellten Buchstaben E. Im sechsten Schritt wird jetzt dann ein Software-Interrupt ausgelöst, eine Exception. Und mit dieser Exception, Dezimales ist die Nummer 128, damit wird dann der Sprung vom Benutzermodus in den Kernel-Modus ausgelöst. Also die laufende Programmausführung, die wird dann unterbrochen und der Exception-Handler im Kernel-Modus, der muss dann übernehmen, der muss dann weitermachen. Man muss jetzt noch wissen, der Betriebssystemkern, der verwaltet die sogenannte System Call Table, das ist eine Liste mit allen Systemaufrufen und da steht also für jeden Systemaufruf eine eindeutige Nummer und dem ist die entsprechende Funktion im Kern dann zugeordnet. Der Exception Handler ist auch nur eine Funktion im Kern, der dann halt das Register RAX bzw. vom älteren System EAX ausliest. Und die Exception-Handler-Funktion, die ruft dann also im siebten Schritt die entsprechende Kernel-Funktion aus der System-Call-Table mit den Inhalten der Register
RBX, RCX und RDX bzw. EBX, ECX und EDX auf. Also das sind ja dann diese Funktionsparameter. Ja, und im achten Schritt, da haben wir dann den eigentlichen Systemaufruf. Der wird jetzt gestartet. Im neunten Schritt, da gibt der Exception Handler die Kontrolle an die Standardbibliothek zurück, die den Software-Interrupt vorher ausgelöst hat. Und im zehnten Schritt, da kehrt die Funktion zum Benutzerprozess so zurück, wie es jede andere Funktion auch getan hätte. Und im elften Schritt, da wird dann einfach der Stack aufgeräumt, wie nach jedem anderen Funktionsaufruf auch. Ja, und abschließend kann der Benutzerprozess weiterarbeiten. Das war dann also die Abarbeitung eines Systemaufrufs Schritt für Schritt mit Hilfe einer Bibliotheksfunktion. Schauen wir uns hier mal an, wie der Unterschied ist zwischen der Arbeit mit einem Funktionsaufruf von einer Standardbibliothek im Vergleich jetzt zu einem Systemaufruf direkt. Und ich habe hier wieder einen kleinen Quellcode in der Programmiersprache C. Und wir sehen, das ist kein großer Unterschied. Also das soll in diesem Beispiel soll jetzt einfach nur die Prozess-ID des laufenden Prozesses einmal mit dem Systemaufruf getPID und einmal mit der entsprechenden Wrapper-Funktion von der glibc abgefragt und ausgegeben werden. Wir sehen in Zeile 10, da wird also mithilfe von syscall einfach auf den entsprechenden Systemaufruf zugegriffen, also er wird da aufgerufen. Und in Zeile 14, da wird dann also die Bibliotheksfunktion von der glibc aufgerufen und das ist kein Unterschied. Man sieht am unteren Ende der Folie, da sieht man auch das Ergebnis der Ausgabe und da gibt es natürlich keinen Unterschied. Ja, es gibt, ich habe es ja schon gesagt, es gibt sehr viele Systemaufrufe, mehrere hundert in den gängigen Betriebssystemen. Und ich habe jetzt nur mal so eine kleine Auswahl hier auf diese Folie zusammengetragen, einfach um zu zeigen, das sind also die gängigen Aktionen, die man immer wieder mit dem Betriebssystem ausführt, zum Beispiel Fork und auch hier zum Beispiel jetzt eine Variante von Execute, Exit, um einen Prozess zu beenden. Dann haben wir hier unterschiedliche Systemaufrufe zur Dateiverwaltung, Open, Close, Read, Write, Seek, Status. Wir haben verschiedene Systemaufrufe zur Verzeichnisverwaltung wie Make Directory, Remove Directory, Mount, Unmount und wir haben hier noch weitere verschiedene Systemaufrufe wie Change Directory oder Change Mod oder Kill oder Time. Ja, also das könnte man ewig weiterführen, das ist jetzt nur so eine kleine Auswahl. Und da sieht man aber, die Namen sind natürlich immer sehr, sehr nah an der Funktion gewählt. Wenn Sie gern mehr über die Systemaufrufe wissen möchten unter Linux, wenn Sie da ein bisschen neugierig sind, dann können Sie in den Linux-Quellen, also in den Quellen des Linux-Kerns, da können Sie sich die Liste der Namen aller Systemaufrufe des Betriebssystemkerns anschauen. Und diese Liste, das ist also in den entsprechenden Verzeichnissen, die Sie hier auf der Folie finden, abhängig jetzt von der Kernel-Version. Und ich habe da so einen kleinen Auszug aus so einer Liste und da sehen Sie also die Namen der Systemaufrufe und die jeweilige Kernel-interne Funktion. Und wenn Sie selber auch mal einen Systemaufruf implementieren möchten, das ist gar nicht schwierig. Ich kenne auch mehrere Leute, die es schon gemacht haben. Also es ist wirklich kein großer Aufwand. Und da gibt es auch ganz tolle Tutorials, wie das geht, Schritt für Schritt. Vielleicht wäre das ja was für Ihre Bachelorarbeit in wenigen Jahren, dass Sie da unter anderem einen neuen Systemaufruf implementieren für irgendeine Aktion, die Ihnen wichtig ist oder um mit irgendeiner Hardware zu kommunizieren oder dergleichen. Ja, ich habe hier am Ende der Folie ein paar Quellen angegeben und da ist das wirklich sehr gut erklärt. Ja, das war's mit dem
vierten Foliensatz zum Thema Prozessverwaltung. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und bitte schauen Sie sich auch das vierte Übungsblatt dazu an und die Musterlösung zum vierten Übungsblatt. Und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich bitte bei mir.